Dann, 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 dann. Schauen wir mal. Ist ja gut. Wir haben ja noch andere Bereiche, die wir hier erkunden können und müssen. Ist jetzt nicht so, als hätten wir nichts mehr zu tun, ne? Ich glaube, ich will links lang, ne? Damit ich da den Gang nach unten erforschen kann. Ja, doch, ja, ja, kommt hin. So viel zu erkunden, es ist ja abartig, so ein bisschen. Aber wie komme ich da durch? Ah, den will ich einfach mal durchhacken. Da komme ich nicht lang, okay. Ja, so war das gedacht. Nicht. Egal, wir sind durch. Das ist das Wichtige. Hauptsache, ist irgendwie durch. Habe ich da irgendwo noch ein Item versteckt? Nö. Hätte sein können, aber nö. Nö, 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 nö. Ja, und jetzt? Kann ich so irgendwie durchbohren hier? Oder brauche ich da ein besseres Hackgerät oder so? Ah! Okay. Pac-Man ist real. It's the real Pac-Man. Ja, aber ich muss da immer noch durch. Da unten. Da oben. Oder irgendwo. Es kommt jetzt hier nicht rein, oder was? Muss er sich hier doch bestimmt noch durchfressen oder so, oder? Warte mal. Geh du mal weg. Wir verlassen nochmal den Raum. Gehen nochmal neu rein, einfach nur damit die Gegner quasi wieder an seinen Ursprungsplatz sind. Und dann mal schauen. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht. Schade. Jetzt kommen sie da unten aus ihrem Bereich nicht raus, aber was? Nee, es ist ja mies. Ich muss tatsächlich zwei Räume weitergehen, nur so ein Dreck. Oder kann ich... Kannst du mir behilflich sein, irgendwie? Und bewegt sich auch nur von links nach rechts. Hat's kaputt gemacht. Ich will da wieder zurück. Schlecht. So. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Geh ich mal hier lang, und keine Ahnung, gehe ich mal da oben lang. Dum, 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 dum. Vielleicht kommen wir auch da einfach gleich wieder zurück. Und gehe jetzt erstmal sowieso einen ganz anderen Weg oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir die Tante. Hallo. Trace, wir treffen uns endlich wieder von Angesicht zu Angesicht. Du siehst schon viel besser aus. Danke. Die Reparaturdrohnen haben meine Panzerung wiederhergestellt. Aber die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Das ist also nicht das Endprodukt? Nein, nicht einmal annähernd. Ja, wir haben für eine vollständige Wiederherstellung aber keine Zeit. Wenn ich jemals erfahren will, wie das dann aussieht, sollte ich mal besser los. Pass auf dich auf. Ich werde auf dich Acht geben. Ich mag die irgendwie.
So. Gehen wir mal hier in den Speicherraum rein. Weil es schön ist. Einfach nur nochmal, ne? Erforschen. Zack. Einfach weil, ne, mich das immer irritiert, wenn ich dann irgendwo, ne, unvollendete Räume sehe in solchen Spielen. Aha. Ah, genau, hier hatte ich mir ja auch mal durchgehackt. Nee, hatte ich nicht. Das flackert auf jeden Fall trotzdem alles sehr auffällig, merkwürdig. Hier kam er nicht durch, ne? War da nicht mal was? Gehen wir mal hier hoch. Bestimmt die beste Idee des Tages. Aha. Ich hab keine Ahnung. Komm doch hier nirgendwo weiter. Oder? Moment. Halt, doch. Natürlich komme ich weiter. Da haben wir dieses ganz merkwürdige Bruch, das wieder Schaden macht. Ein Lebensknotenpunkt. 1 von 6. Moment. Dann war das was anderes als ein Lebensknotenpunkt. Verdammt. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Und da komme ich jetzt derzeit noch nicht durch, aber es knistert und es rauscht. Da komme ich jetzt definitiv nicht hoch. Schade. Okay. Aber wir haben es erkundet. Mehr oder weniger. Wir wissen, dass da etwas ist. Dann lass mal weitergehen und noch mehr erkunden hier. Gehst du wohl, wo du wohnst. Dankeschön. Geh weg. Hier. Einmal hier auf. So. Oh, einmal Bäumchen. Zweimal Bäumchen. Hier komme ich damals nicht lang, genau. Also jetzt alles, ne, mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hier alles ändert. Das ist wow. Ach, guck mal, das ist der Raum von der anderen Seite. Energieknoten. Ah, okay, um Waffenschaden und sowas zu erhöhen. Ja, da vor auf der anderen Seite sind wir irgendwie mal gewesen. Aber da kommen wir jetzt derzeit nicht durch. Okay. Ich finde übrigens die Übersetzung von, naja, zu Bruch ein bisschen sehr merkwürdig. Wahrscheinlich einfach übersetzt von Broken oder sowas. Ja, mal gucken. So. Okay. Oben haben wir nur den Speicherraum nicht vollständig erkundet. Wir gucken mal weiter unten. Da kommen wir auch ungefähr wieder da an, wo ich vorhin was erforschen wollte. Fast. Ein paar Räume zu weit links. Ach ja, genau. Okay, kümmere ich mich gleich drum. Erstmal gucken wir links weiter, was da noch ist. Da habe ich ja noch so gedacht, so, ach ja, kriegt man bestimmt irgendwie Morphball-Fähigkeit. Schieß mich tot. Stattdessen haben wir ja unsere Drohne. Quasi das Morphball-Äquivalent dazu einigermaßen ist. Wir werden nicht einfach so in den Ball gequetscht. Nein, nein. Ah. Okay. Ein weiterer Energieknotenpunkt. Hey, die sammle ich aber jetzt auch in Massen hier, ne? Schön. Muss man doch sagen, finde ich wirklich schön. So. Dann gehen wir mal hier jetzt nach unten. Was auch immer wir da Tolles entdecken. Ich hab keine Ahnung. Bestimmt nochmal so einen tollen Knotenpunkt oder so. Zwischendurch hier einfach nur mal alles abscannen, sozusagen. Okay, sieht wieder nach Item aus. Ne, weil überall, wo die Items sind, gibt es auch hier diese ganzen Ornamente und all sowas.
Was haben wir denn hier? Transkription. Gespräch mit A3. A9. Wer bist du? Ich bin Telal. Was machst du hier? Uruk Hul. Was bedeutet Uruk Hul? Irgendwas Unverständliches? Dämon. Wie sieht er aus? Irgendwas Unverständliches? Ist Telal ein Uruk Hul? Nein. Was ist Telal? Irgendwas Unverständliches. Was wurde aus Athetos? Ich bin Athetos. Aber du sagst gerade, du bist Telal. Keine Antwort. Telal ist vielleicht Athetos? Wie kannst du Athetos sein, wenn du Telal bist? Ich bin Telal. Wer denkst du, bin ich? Athetos. Warum hast du mich angegriffen? Keine Antwort. Erinnerst du dich, dass du mich angegriffen hast? Telal, Angriff, Dämon. Okay. Sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. So, aber jetzt hier zurück in den Vorraum. Hier geht's tatsächlich irgendwie noch nach unten. Aber wie? Und wo? Ich habe keine Ahnung. Hier unten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe ja als Drohne jetzt nicht so die größten Fähigkeiten, ne? Nee. Nee, nur explodieren und das bringt ja quasi nichts. Okay. Merken wir uns, da unten Drohne mit Explosion und Gedöns. Vielleicht. Wenn ich daran denke. So, dann gucken wir mal, ob hier unten das jetzt einigermaßen wieder geklärt ist. Ja, sieht einigermaßen gut aus. So. Mach mir den Weg frei. Oder nicht? Ach, ich kann ja auch da einfach so durch. Och, ich bin so doof, ne? Gut, dann müssen wir halt nur noch zusehen, dass hier unten das jetzt weggefressen wird. Vorher hat das ja auch funktioniert. Ich hätte da einfach so durchgehen können. Ich glaube, vorher war der Bereich nicht ganz so frei, oder? Kann irgendwie auch nicht seine Laufrichtung hier weiter bestimmen. Ah, okay, hier kann ich aber selber durch. Okay. Mysteriös. Und Amazonenvieh, guten Tag. Ciao. Sucht er jetzt hoch? Oh, Moment. Da oben ist eh nicht genug Platz für mich selber. So, wird ein Schuh draus. Da-da-da-da. Reichweite, Knotenpunkt. Das Todes. Yay! Sonst ist hier nichts. Okay. Okay. So, wo war Ophelia? Sonst habe ich jetzt hier nichts großartig mehr zu erkunden. Nee, links kam ich ja nur dann, ne, mit irgendwie weiterer Drohnenfähigkeit oder sowas weiter. Oben da war dieser Bereich mit Bruch. Wo war Ophelia? Ophelia, Ophelia. Ich habe keine Ahnung, wo du steckst. Pac-Man rastet aus! Ich muss da durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich muss da durch. Hm.
Das ist ja gut. Sie manchmal auch dann, ne, einfach so, so plötzlich disappieren und ein bisschen Energie hinterlassen. Hey, du bist schon wieder. Hey, ciao. Anfang des Spiels dachte ich ja noch, das sind tatsächlich irgendwelche Grafikfehler, aber es soll so sein. Das ist so komplett verrückt. Nee, da komme ich ja gar nicht nach rechts weiter, verdammt. Oh, dann gehe ich ja nach links und dann nach oben. Ob das jetzt wirklich gut ist, ist so eine andere Geschichte. Aber dann sicher sonst nichts. Ist, ja, ja, bist ein Feind. Ein feines Ding. Arians Feind. So. Gehen wir mal hier nach oben. Na, wir können doch einmal abspeichern. Dann mache ich immer eine Aufnahmepause. Ich bin jetzt hier schon wieder anderthalb Stunden dabei. Da kann man schon wieder ein Päuschen wagen. Kann man, muss man nicht. Na, und dann kann ich hier den Speicherraum nochmal zu Ende erkunden und so weiter. Und vielleicht gucke ich dann nochmal, wo Ophelia war. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht erkunden wir auch erstmal die anderen Gebiete weiter und finden durch Zufall Ophelia. Ich habe keine Ahnung. An dieser Stelle mache ich jetzt aber erstmal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Axiom Verge. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.